So, liebe Leute, das nächste Spiel steht jetzt gleich an und es ist das Finale des Supercups und das ist ausgerechnet noch das Derby gegen Borussia Dortmund. Und dann geht's weiter im Pokal gegen Wien Wiesbaden. Also das geht ja so quasi Schlag auf Schlag hier. Okay, warte mal. Ich denke, so passt die Elf. Ah, ich muss halt ein bisschen umbauen wahrscheinlich. Danke, dass Sie alle da sind. Ich würde dann jetzt um Ihre Fragen bitten. Ein Sieg. Konferenz ist damit beendet. Bis zum nächsten Mal. So, damit ist das Thema durch. So, die Frage ist, wer könnte jetzt noch uns wirklich kurzfristig helfen? So, Transferzentrale mal kurz reingehen. Ich denke nicht, dass der gehen, dass der kommen wird so schnell. So, Angebot 14 Millionen, will er kommen? Ja, kommt er, wird er kommen. So, dann gucken wir mal, ob wir den noch schnell zugemacht bekommen, den Transfer. Wichtig. Drei Jahre. Freigabesumme möchte ich keine drin haben. Und solange das passt, soweit, nehme ich den Transfer zu. Und dann haben wir Marco Richter schnell noch vom FC Augsburg vor dem Topspiel gegen Borussia Dortmund verpflichtet. Ich hoffe, dass er es hinbekommt. Özcanali kriege ich wahrscheinlich nicht direkt zu, ne? Da wird das Geld wahrscheinlich fehlen für. Ich denke nicht, dass er da kommen wird für die Ablöse. 2,5 Millionen würde ich ihm bieten. Aber da wird er nicht kommen für. Ja, das war mir fast klar. Gut, dann nehme ich den mal raus von der Liste. Das war einfach nur ein Versuch. So, Teamzentrale. Der kann seine alte Stammtrikotnummer haben, die 23, das ist klar. Warte mal, da kriegt der Tommy die 8. So, wunderbar. Dann gucke ich mal, setze ich mal kurz eben den Spieler um. Um einfach mal ein bisschen mehr Ruhe reinzukriegen. So, Bella Kotschap mal raus. Und dann probieren wir es direkt mal mit dem Neuzugang. Ich setze, keine Sorge, Krüger, der wird dann auch irgendwann wieder reinholen. Aber ich brauche jetzt gerade mal ein bisschen mehr Power noch auf der Seite. Und dann geht es jetzt rein ins Topspiel gegen Borussia Dortmund. Auf geht's. So, okay. Los geht's.
Freunde, glaube ich, wir haben sogar noch ein Heimspiel. Ja, was das ist richtig. Für ein Duell. Reizvoller geht's fast nicht mehr. Da steckt einiges drin. Da ist ein klasse Spiel vorprogrammiert. In ein paar Minuten geht's los mit Schalke 04 gegen Borussia Dortmund. Ja, das hatten wir schon mal. 2011, 2012 hatten wir das. Da war ich aber live im Stadion damals. Wolf Fuß und Frank Buschmann begrüßen Sie ganz herzlich an den Mikrofonen. Und heute präsentieren wir Ihnen das letzte Spiel vor dem eigentlichen Saisonbeginn. Schalke 04 gegen Borussia Dortmund. Das letzte Spiel also, Wolf, bevor es dann endlich wieder richtig losgeht, bevor wir wieder in die Liga einsteigen. Ich glaube, das ist immer ein Spiel mit enormem Unterhaltungswert. Alle können nochmal befreit aufspielen, alle können sich nochmal zeigen. Da haben wir die Anfangsformation der Schalker. Also die Richtung dürfte bei der Formation heute klar sein. Ja, ganz klar, nach vorne soll es gehen, und zwar aus dem Mittelfeld. Die Nummer 16, Javairo de Rossu. Und mit der Nummer 9, so. Das war einfach mal ein Neuzugang noch schnell geholt. Witz-Neuzugang vom FC Augsburg, kurz Marco Richter noch verpflichtet, den ich für die Außenbahn brauche. Sie gerne unheimlich viel Druck ausüben auf ihren Gegner heute wieder. Glaube ich schon, das könnte einfach am besten. Und das ist Borussia Dortmund. Oh, Zahn, jetzt haben die geholt. Reinzufinden ins Spiel, überhaupt Chancen rauszuspielen. Wenn dir ständig einer auf den Füßen steht, dann ist das blöd. So, geht jetzt gleich los. Ich habe halt ein bisschen umgebaut. Ich habe zwei Wechsel für das letzte und letzte Spiel umgenommen. Ich habe Dragovic reingesetzt hinten in die Innenverteidigung. Und mit Mustafi die Innenverteidigung ein bisschen erfahrener und zuzukriegen vor allen Dingen. Das hat mir Heidner nicht wirklich gefallen. Mal sehen, wer am Ende die Nase vorn. Ja, wie gesagt, nochmal. Also 2011, 2012 hatten wir genau die Situation. Da sind die Dortmund nämlich Meister geworden. Die damals Pokalsieger mit dem 5-0 gegen Duisburg. Und da war ich damals gleich im Stadion. Und hab das Nama ja auch mit nach Elfmeterschießen gewonnen. Und jetzt ist der Ball geklärt. Und dann gab es die erste kleine Versuch, die erste Flanke. Immer noch so ein klein wenig, wo er da eigentlich spielt. Denn seine angestammte Position ist ja eine andere. Aber der Trainer will es im Moment so. Ja! Kubilanski! Das ist genau das, was ich meine. Einfach diese Situation zu kriegen und zu nutzen. Achte Minute, Martin Kubilanski mit dem 1-0. Und da gab es erstmal diese Situation. Terodde, normalerweise ist es heute auch eigentlich andersrum, sondern dass der Terodde da vorne trifft, ohne Ende. Aber Kubilanski macht es dann. Kurz zur Freude auch am Spielfeldrand. Seine Mannschaft macht das hier bislang richtig gut. Das ist die Führung. Das ist Tor im Supercup, aber das ist auch nur das Finale. Es ist halt nur wie eine Runde. Achte Minute, zumindest mal die Führung reinzubekommen. Gut, gegen Bayern gab es auch eine relativ frühe Führung. Und da haben sie es ja dann nochmal gedreht und dann konnte man nochmal zuschlagen am Ende. Sind mal gespannt, wie das heute hier läuft. Bei Dortmund, wenn ich ehrlich bin, Dortmund steckt noch ein bisschen mehr Prestige. Natürlich will man die Bayern auch schlagen, aber gegen BVB steckt da noch ein bisschen mehr. Nochmal ein bisschen mehr Prestige mit drin. Brandt jetzt aber die Außen verfolgt. Vom Torschützen! Super Technik! Und das hat er genutzt. Ah, McKennie. Ah, das. Ja, ich müsste es jetzt versuchen. Terodde. Ah, schade, Terodde. Ja, Terodde, der ist kein Sprinter, ne? Das ist halt einer, der da war vorne einfach drin steht und die Dinger über die Linie irgendwo drückt. Das ist ein bisschen anders als zum Beispiel Ganvula, den ich da noch auf der Ersatz habe. Jetzt abgeblockt der Dortmunder. Und jetzt haben wir Terodde, aber wo kein Sprinter. Der ist jetzt plötzlich durch 1 gegen Mats Hummels. Und jetzt Bürki.
Das war die Chance auf das 2-0. Da kann er sich im Körpereinsatz gegen Hummels durchsetzen. Immer wieder schüttelt er wirklich. Kein Tor, unfassbar. Kein Tor in dieser Szene. Und es wäre so wichtig gewesen. Das wäre definitiv wichtig gewesen, weil das wäre das 2-0 gewesen und noch mehr Ruhe. Ecke landet bei der Abwehr. Wichtig, dass er da. Das war doch Rückpass, Schiri. Bis jetzt hat der Gegner noch keine Chance. Aber das ist halt der Unterschied. Dortmund, weiß ich, ist eine Spitzenmannschaft. Die können, wenn sie eine Chance kriegen, nutzen sie die auch. Momentan führen wir noch mit 1-0. Schön dazwischen gegangen. Ballverlust. Okay. Gut aufgepasst von Mats Hummels. Ja, der da in der Defensive jetzt noch die Chance zu haben. Sabitzer. Jetzt Sabitzer. Und das ist genau das, was ich meine. Holland. Und Renno. Gute halbe Stunde rum, erst Riesenchance in Borussia Dortmund als Erling Haaland. Und der weiß definitiv, wo das Tor steht. Das gibt Abschuss. Hazard war das, glaube ich. Ja, da müsste Tocken Hazard gewesen sein, der diese Situation hatte. So langsam muss da ein bisschen was kommen. Super aufgepasst da oben. Schalke hat deutlich weniger von diesem Spiel. Ist mir auch herzlich egal, aber dann hat er schon zwei die dicke Chancen. Und Birki verhindert hier das 0-2. Und damit die Chance auf ein weiteres Tor. Kein Problem. Und dieser Eckball wurde dann am Ende doch gefährlich, weil ziemlich viel Ping-Pong dabei war, aber. Noch kann man sich nutzen. Erling Haaland. Haaland, der aber nicht durchkommt, weil der Ball wieder bei Kolasinac landet und der über Mustafi jetzt versucht aufzubauen. Und dann ist es Amatei, der sieht dort jetzt noch den Richter starten. Der nochmal was anderes bringt als der Krüger auf der Außenposition. Und Birki passt auf. Ich weiß nicht, der Innenverteidiger, der jetzt da aufgepasst hat, der Dortmunder. Dortmund verliert zu schnell die Bälle, auch in der Vorwärtsbewegung. Der Rodde. Das sieht vielversprechend aus. Der Rodde, das. Bei der Gefahr nach Birkis Abwehr. Ja, Birki gut gehalten und. Ballverlust dort. Aber die Schalker gehen drauf wieder. Bujalapo holt den Ball. De Rosun. Vorbei an den Meida. De Rosun. Der muss da drin sein. Kobylanski. Was für eine Aktion. Und dann ist es Richter, der das Ding drüber haut und damit ist Pause 1-0. Beide Teams noch alle Chancen, es steht 1-0. Jetzt nochmal. Eieiei. Und dann gewinnen sie das Ding. Sie müssen die Führung ja nur noch verteidigen. Wobei nur noch. Ja, anfangs soll ich nur noch verteidigen. Das muss doch erst mal machen. Man führt auf jeden Fall als Außenseiter klar mit 1-0 hier. Ja, was heißt klar mit 1-0? Man führt mit 1-0. Birki hat mehrmals die Situation verhindert zum 2-0. Also. Ja, Dortmund hatte auch die ein oder andere Chance, aber momentan sind wir, was die Menge der Chancen betrifft, natürlich noch die bessere Mannschaft. Aber wie gesagt, das kann sich auch ganz, ganz, ganz schnell ändern. Die Bayern brauchten auch nur zwei Torschüsse, um unser Spiel zu drehen. Gut, dann haben wir am Ende nochmal zurückgeschlagen, aber. Na gut, egal. Bayern war Bayern, jetzt ist Dortmund und wir wollen heute das Ding nach Hause fahren. Sancho! Der da ein bisschen zu sehr vorbeikommen muss. Ja, gut gemacht. Einwurf Dortmund. Da passt auch Matthäus, ist nicht Rose, passt auf, der das. Jetzt könnte die Flanke in den Strafraum bringen. Erling Haaland. Das ist es halt, ne? Chance auf den Ausgleich. Dragovic und Mustafi und dann ist es 1-1. Und dann ist es Torgen Hazard. Ja, da haben wir die Ball einfach nicht unter Kontrolle bekommen, nicht weggekriegt. Ja, die erste Situation und dann lässt er den Verteidiger stehen, zwei Verteidiger stehen und dann macht das Ding. Aktion, besser geht's. Einsatz, wieder unentschieden. Der Spielverlauf ist völlig offen. Torgen Hazard. Ja, aber das ist es halt, ne? Das ist das Problem an der Sache. Jetzt mal Marco Richter, der den mitnimmt. Marco Richter. 2-1. Yes! Das gibt erstmal Sicherheit, das gibt Selbstvertrauen.
Und dann ist es Simon Terodde, der das direkt das 2-1 nachlegt. Der Marco Richter, der aus einmal durchgeht, der da Platz ohne Ende hat und dann das Ding querlegen kann. Und die beiden Verteidiger kriegen da keinen Zugriff. Hummels nicht und der 17er auch nicht. Was nicht fest ist. Also nicht. Er kann bislang wirklich zufrieden sein mit dieser Partie. Der Führungstreffer, da ist er. Und jetzt sieht es natürlich richtig gut aus für seine Mannschaft. 56. Minute, quasi den Konter des der Dortmunder. Und damit liegt der BVB jetzt hier zurück. Das war das Ausgleichstor der Dortmunder gekontert. Die Gäste werden wechseln. Dortmund wird jetzt gleich auswechseln. Will Rosun. Jetzt weiß ich, dass er durchgeht. Kula. Tor 3-1. Kowalanski, Doppelpack. Hier kommt nochmal die Wiederholung dieses Tores. Zunächst spielen sie zurück. Ja, der war wirklich nicht zu halten. Den hat er voll auf dem falschen Fuß erwischt. Der war eigentlich komplett unterwegs in die andere Richtung und dann kann er nichts mehr machen. Und damit steht so ein 3-1. So, und das innerhalb von 6 Minuten das Spiel gedreht. So, jetzt kommt Reus für Brandt. Es wird gewechselt, vielleicht läuft es dann ja besser. 3-1 heißt es also jetzt. Auswechslung bei Borussia Dortmund. Nicht mehr auf dem Platz. Die Nummer 19, Julian Brandt. Emre Can. Ball ist bei Hazard. Jetzt Marco Reus. Ja. Wie gesagt, vor 10 Minuten stand es noch 1-1 und dann haben wir zugeschlagen zweimal 2-1 jetzt die Führung. Da ist Hummels. Oh, Hummels. Kein Abseits. Ja, da kann es keiner mitgelaufen. Ich hätte den sonst querlegen können, dann wäre es beispielsweise einfacher geworden, aber leider nicht. Aber der Hummels, der da den Fehler eingebaut hat. Und wieder kein Abseits. Der Rosun, der das Ding verhindert. Also sagen wir, wenn Birki da jetzt sich ein, zwei Mal gut gehalten hätte, dann wäre das Ding sogar hier durch gewesen schon mit 4-1. Aber Hummels. Ja, leider nicht. Da ist Sancho. In die Ruhe reingekriegt. Sancho. Und dann Buschelab, der den da dranhängt, der den auch arbeitet. Und dann macht er den das. Dann. Genau, super Ding von. Terodde, das gibt sogar Freistoß. Gute Freistoßposition, das ist eine gute Chance. Der Zentral vor dem Tor. Seine Mauer. Das könnte jetzt gefährlich werden. So, 77. Minute, ist die Riesenchance, das Ding sogar zuzumachen hier jetzt. Ja, Birki hat das Ding in der Hand. Ja, ich freue mich, dass das klappt noch nicht so ganz mit den Toren. Aber zumindest die Elfmeter. Wie gesagt, Bayern haben mal Elfmeterschießen gepackt. Das sieht heute hoffentlich nicht so aus, weil ich glaube, dann gibt es nämlich auch direkt. Und die letzten 10 Minuten sind hier angebrochen. Es gibt nämlich dann auch direkt Elfmeterschießen. So, wenn jetzt aber das. Aber das wollen wir gar nicht. Jetzt komm. Reus natürlich, der natürlich jetzt als Antreiber dabei sein soll, der das Ding jetzt versuchen soll, irgendwie noch da reinzumachen. Weston McKennie. Und dann ist der Ball. Da haben sie jetzt Platz. Nee, Schiedsrichter sagt gar nichts, war kein Abseits. Da habe ich jetzt euch da mussten mit warten müssen. Der muss da drin sein. Wir haben es. 85. Minute, 4-1 über Terodde. Da kommt dieses Tor nochmal. Zuerst der Ball nach hinten. Und dann macht er alles richtig. Harter Schuss aus der Halbdistanz. Besser kannst du das Ding nicht verwenden. So, dann kann ich jetzt durchwechseln, weil jetzt kann man nämlich auch die Leute mal ein bisschen rausnehmen. Ein bisschen schon.
Dann ist das Thema durch. Scheiße. Warte mal. Kolasinac ist wieder rein. Dann nehme ich den Russo raus für Tommy. Und dann passt das so. Zweites Supercup-Tor, aber wie gesagt, es ist halt das Finale. 4:1 der Endstand dann am Ende. Oder ja, der Sieg. Das Resultat ist doch ziemlich eindeutig und lange zu spielen ist auch nicht mehr. 4 Minuten bleiben hier noch. Gleich wird hier gewechselt. Die Gäste werden. Almeida, Kolasinac dran an Almeida. Ah, da kommt überhaupt nichts mehr von Dortmund, glaube ich. Ja, Romagnoli, das war der 17er eben. 2 Minuten Nachspielzeit sind angezeigt. Und McKennie lässt sich das gar nicht erst mitspielen. Vielleicht der schnelle Konter jetzt. Und jetzt vielleicht sogar noch das Ende. Hackt jetzt nämlich immer so abzulösen. Und der ist auch verdammt schnell. Und Richter! Der sogar hier auf das 5. die Chance hat. 2-3 Mal. Hier ist er einmal abgeblockt worden und dann. Ja, es gibt sogar Ecke noch, ja? Ah, sag ja das. Jetzt kommt der Wechsel. Nicht mehr auf dem Platz. Die Nummer 15. Jetzt der Eckball. Da ist der Keeper ganz energisch. Der Ball ist erstmal hinten. Feierabend. War nicht mal das Pokalfinale, das ist ein Supercup halt. Aber wir haben den nächsten Titel, wir haben den dritten Titel schon geholt diese Saison. So, wir nehmen Aufstellung, wo sind die Sitzner? Wir können ein bisschen aufrecht sitzen. Wir machen auch die Krawatte. Wenn ich den Leuten beschreiben würde, wie du hier schon wieder stehst, vom linken aufs rechte Bein und zurück, so wie die da auf dem Podium, so zappelt der Fuß hier rum. Sitzt hier in aller Ruhe. Sitzt hier in aller Ruhe. Und im Himmel des Jahrmarkts, so wie für die, das ist natürlich ein Riesenerfolg. Und jetzt ist der große Moment endlich da. Da ist das Ding. Gratulation. Glückwunsch. Wir haben es, wir haben nicht das Derby gewonnen, wir haben den nächsten Titel in dieser Saison. Ein tolles Bild jetzt hier. Ich glaube, an diese Mannschaft werden wir uns noch lange erinnern. Ja, das ist ein sensationelles Team. Ohne Schwächen, einfach klasse zusammengestellt, auf den Punkt topfit und auch taktisch immer wieder überragend. Ja, das war das 1:1, aber danach ging es dann quasi noch dahin. 2 Tore noch gemacht und dann kurz vorm Ende noch das Siegtor gemacht und es ist von den Statistiken auch her verdient. Auch in der Höhe, muss man sagen, weil da waren durchaus mehr Chancen drin, um das Ding noch höher zu gestalten. Danke, dass Sie für ein kurzes Statement hier sind, so kurz nach dem Spiel. So, grandioser Auftritt auf jeden Fall. Wir hätten höher gewinnen müssen. Ja, durchaus schon, ja. Ich danke Ihnen für das Gespräch. So.
So, Florian Krüger hat noch irgendwie ein Interview oder beziehungsweise noch, möchte noch gerne noch was loswerden. Das war jetzt tatsächlich auch nur wegen der. Wegen dem das Spiel. Tatsächlich wollte ich McKennie. Moment. Das ist die große Frage, wie viel wollen die haben? 14 Millionen Aston Villa. Warte mal. Der 14 Millionen Jahresdings gehört. Verhandeln. Ne, warte mal, halt. Jetzt wollte ich jetzt irgendeinen Scheiß machen. Die McKennie würde ich eigentlich ungern abgeben, aber wenn es halt die Situation. So, also ich habe ja die Transferrechte. Das heißt, verdoppelt das. So wird das nichts. 30 Millionen oder ein wenig. Oder ihr könnt ihn abschminken. Der wird jetzt eh wahrscheinlich rausgehen, weil das ihm einfach zu viel ist. 19 Millionen, vergiss es. Ich gehe nicht unter diese 30 Millionen, die ich mir vorgestellt habe. Entweder ihr gebt mir die Kohle, die ich haben will, oder ihr lasst es einfach sein. Weil als Alternative könnte ich mich dann Maxi Arnold holen. Gegenangebot. Nein, ich bleibe bei meinen 30 Millionen. Tja, nicht mein Problem. Ihr wolltet den Spieler haben, ihr könnt das vergessen. So, okay. Das nächste Spiel ist dann das Pokalspiel in der ersten Runde gegen Wien Wiesbaden. Und das sehen wir uns dann in der nächsten Folge an.